Herzlich willkommen bei Folge 958 von Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade dabei, die dritte persönliche Quest von Zedelvar, unserem neuen Begleiter, zu machen, den wir vor 10 Tagen, also am 31.10.2024, aus seinem Grabmal befreit haben. Heute ist der 9.11.2024 und ja, wie gesagt, wir haben nur 10 Tage gebraucht, um diese Quest freizuschalten. Wie habe ich erklärt, durch Tagesquests in Gradwald überwiegend, aber auch durch die ein oder andere Kartenspiel-Tagesquest. Gut. Und jetzt schauen wir uns die Quest mal ganz kurz an. Die Dunkelheit hinter der Welt. Zeredwars Panzerhandschuh zieht ihn zu Kenatis Aufstieg, einem Ort, der schon in seiner Zeit in Trümmern lag. Ich sollte ihm helfen, diesen ungewöhnlichen Ruf zu folgen, da er das Gefühl hat, er könnte etwas mit unserem Ziel zu tun haben, Ravid Morna aufzuhalten. Zeredwar und ich wurden vom Geist der Mondsängerin Talbira angewiesen, Kenatis Aufstieg in Ordnung zu bringen, um den weiteren Weg zu offenbaren. Ich sollte die Ruinen mit Zeredwar durchsuchen und feststellen, was wir tun können. Also den Geist der Mondsängerin Talbira sehen wir hier in Aktion, die sich hier irgendwie mit Kantorin Grinze verbunden hat. Was die beiden hier gerade genau machen, ist unklar. Vielleicht, wir werden es bestimmt noch erfahren. Wir haben zum Ende der letzten Folge folgende Bücher angeschaut. Ich werde sie jetzt nicht nochmal vorlesen, aber lange genug am Bildschirm halten, dass ihr es mit der Pausetaste lesen könnt, falls euch die Informationen irgendwie entgangen sind oder falls ihr es nochmal sehen wollt. Das Buch haben wir auch gelesen. Das ist Teil 2 von Vitis Aufzeichnungen. Und dann haben wir da drüben noch ein drittes Buch, das wir auch noch lesen müssen. Das ist questrelevant, deswegen machen wir das auch. Vitis Notizen, Mondbestien. Eifer sprach davon, dass Ravid Morna eine Mondbestie erweckte, ein Geschöpf, geboren aus der Dunkelheit, das sie auf Wege zum Übergang bringen möchte, damit es die kachitischen Seelen jage, die auf dem Weg ins Paradies sind, die Sande hinter den Sternen. Dies widerspricht dem, was der schweigende Priester Amundro uns niederschrieb zur Mondbeste von Lorkat, die am Rand der Bande lauert und auf gewisse Weise als unser Beschützer dient. Azura ist unendlich in ihrer Gnade und Weisheit, und Ravid Morna kann nicht über eine solche Kreatur gebieten, aber diese glaubt, dass sie ihre eigenen herzustellen versucht, die auf dieser Schöpfung beruht. Ravid Mornas Stimme und die des Chors der Zwielichtkantoren, diese zur Rajaka konvertiert, könnten es schaffen, ihre Gestalt und Ziel zu verleiten. Aber solche Macht verwirrt Viti. Die Mondbeste von Lorkat wurde geboren durch unsterbliche Geister aus Schuld und Verrat. Könnte diese aus denselben Wunden entstehen? Wird diese Mondbeste geboren werden aus Ravid Mornas finsteren Herzen? Oder vielleicht aus dem Zusammenhang zweier finsterer Herzen? Aus zwei Herzen, die sich trennen? Viti kann es nicht mit Gewissheit sagen. Sie kann nur ihre Gedanken und Erkenntnisse für die Nachwelt festhalten und den Entschluss fassen, zu tun, was nötig ist, um zu verhindern, dass diese Mondbestie erschaffen wird. Wäre Viti hingegen Ravid Morna und würde diesen Plan schmieden, Namiras Zwietracht in Mittel aller Seelen der Khajiit zu streuen, wäre dies der perfekte Zeitpunkt. Die Seuchen und Kriege der zweiten Ära werden dafür sorgen, dass diese Mondbestie wohl genährt sein wird an Elend und dass es ihr an Beute nicht mangeln wird. Und natürlich gibt es den verborgenen Mond nicht mehr. Ohne das Wunder von Zeredwar, Azuras Segen in Gestalt von Velaya, oh, da bin ich mal in einem Buch erwähnt, sehr schön, und die Verbündeten, die die beiden in Krinze und dieser gefundenen haben, würden sich niemand Ravid Morna entgegenstellen. Jetzt mal ehrlich, das wär doch jetzt ärgerlich für jemanden, der seinen Char irgendwie mit X32205ZP oder so ähnlich genannt hat. Wie schaut denn das jetzt in diesem Text aus, wenn einer einen Char irgendwie so benannt hat, so einen Zufallsnamen? Bin ich froh, dass meine Chars alle vernünftige Namen haben. Es bereitet dieser Kummer, dass sie denken muss, wie Ravid Morna, um ihren Plan zu verstehen. Aber angesichts solcher, ja, blätterst du auch mal um? Hallo? Hallo, Spiel? Stürzt du mir gerade ab, oder was? Was ist denn hier los? Jetzt geht's. Aber angesichts solcher Ähnlichkeiten sollte sich Viti das Fell nicht sträuben.
War dies nicht einst der Meinung gewesen, das ganz anders zu sein, als Zerid war? Und doch trugen er und Viti dieselbe Schuld oder ob derselben Sünde. Wir richteten unsere Klinge auf die, die wir liebten, und wurden selbst verwundet. Aufgrund des damit verbundenen Geheimnisses, vielleicht können wir daraus etwas lernen. Vergebung kann nicht fortdauern, während die Wahrheit im Schatten schwert. Gut, war das dann der letzte Hinweis? Setzt Kenatis Aufstieg instand. Gut, das war noch nicht alles. Da hinten liegt noch was. Krinzes Tagebuch. Also noch mehr zum Lesen. Als wir Kenatis Aufstieg erreichten, fiel Talbira auf die Knie und weinte. Besser gesagt weinte ich, denn wir sind eins und sie erlebte nicht mehr, wie dieser Ort verfiel. Die Gemütlichkeit eines Feuers. In eurer Zeit ebenso wahrhaftig wie in der meinen. Ja, jetzt wird er romantisch. Das kommt hin und wieder vor. Während ich Orte besuche, an denen ich schon viele Male war, verspürte ich einen plötzlichen Schmerz oder eine Traurigkeit, ein Gefühl, dass etwas fehlt. Eine Leere hinterlassen von einem Leben, das ich nie gelebt habe, dem Leben, das Talbira nun mit mir teilt. Und doch besuche ich hin und wieder einen Ort, der mir wenig bedeutet und dem Talbiras langes und erfahrenes Leben eine neue Bedeutung schenkt. Ich fand heraus, dass Kenates Aufstieg einst ein Übungsgelände für neue Adepten des verborgenen Mondes war. Die Adepten, die hier starben, nahmen meine Hand und sprachen zu mir. Wie merkwürdig, die Vergangenheit ohne Hilfe von Kuzijo sehen zu können, als hätte ich sie selbst erlebt. Viele der Mahadaliten, die hier ausgebildet wurden, konnten den Überfall der Rajaska entkommen. Nicht alle, aber viele. Einige tapferen Seelen stellten sich und kämpften. Sie sind mir wohlgesonnen. Ich bin Talbira und sie sind außer sich vor Freude, sie wiederzusehen. Eine der Seelen nannte sie Großmutter und fragte, warum sie hier war. Talbira sagte ihr, dass sie von Zerid Waar eingeladen worden war. Da jene aus ihrer Zeit erneut auf Nirni wandelten und so dringend Hilfe benötigten, entschied sie sich zu bleiben. Ihre beste Schülerin darf nicht im Dunkeln verloren sein, sagte sie. Sie meinte wohl Ravid Morna. Da meldete ich mich zu Wort. Ich dachte, Ravid Morna widersetzt sich der Erlösung. Wie wollt ihr sie aus der Dunkelheit führen? Azura kann jenen nicht helfen, die nicht gerettet werden wollen. Ravid hatte über 1000 Jahre Zeit gehabt, ihre Entscheidung zu überdenken, sagte Talbira zu mir. Zerid kommt nicht zu ihr in die Dunkelheit, wie sie es so sicher geglaubt hatte. Zweifel kamen, selbst an den finsteren Orten Wurzeln schlagen. Es gibt noch Hoffnung für sie. 1000 Jahre? Hieß es nicht in einer der ersten Folgen mit Zerid war irgendwas mit 300 Jahren? Ah, ich weiß es nicht mehr so genau, aber irgendwie scheint hier... egal. Ist jetzt nicht wichtig. So, Viti geht. Sie möchte die anderen hierher bringen, damit sie vor den Rajaska sicher sind. Damit sie Talbiras Lied lernen können. Es gab eine Zeit, zu der ich erzittert wäre, beim Gedanken daran, allein zu sein. Insbesondere kurz, nachdem ich um ein Haar krumm geworden wäre. Aber Vitis Lieder haben meinen Geist stabilisiert, auch den von Talbira. Ich verspüre einen Rest von Dunkelheit, etwas, das Talbira nicht aufgeben möchte. Aber ich werde mit ihr kommunizieren, mal sehen, ob dies eine Wunde ist, die wir gemeinsam schließen können. Das ist wohl das, was die zwei gerade da hinten tun. Also der Geist und... Krinze. Gestern Nacht träumte ich von Azura. Die Mutter des Zwielichts hielt eines ihrer Kinder in ihren zur Wiege geformten Handflächen. Er war bleich wie das Mondlicht, aber so übel zugerichtet, dass ich kaum seine Streifen sehen konnte. Seine Gestalt schwand und wand sich um etwas herum, das er an seine Brust gedrückt hielt. Etwas, das er zum Übergang gebracht hatte und das er nicht aufgeben wollte. Azura flüsterte ihm zu, ihr in die Augen zu sehen, aber er weigerte sich. Ihre Finger liebkosten ihn sanft wie das Sternenlicht, damit er herausgebe, was er an sich gedrückt hielt. Ich konnte nicht genau sehen, worum es sich handelte. Nur, dass es Schattenspuren absonderte und blutete wie Tinte im Wasser. Trotz ihres Flüsterns hielt er es eng umklammert wie eine Wunde und seine Ohren ihren Worten gegenüber verschlossen, trotzig wie ein Kind. Azura hob diese sture Katze an ihre Lippen. Ihr Kuss auf seine Stirn schenkte ihm neues Leben und erfüllte ihn mit dem Blau von Seelenfeuer. Und dann teilte sich ihre Handfläche. Ihr Kind fiel und fiel hinunter auf die Knochen der eifersüchtigen Schwester. Und ich erwachte, wie er mit einem Stein in wie er mit einem Stein in meinem Rücken. So.
Das hat etwas zu bedeuten. Ich habe das Gefühl, es beinahe zu verstehen. Ich muss erneut mit den Geistern sprechen. Da gibt es keine weitere Seite. Das war's. Gut, haben wir es dann endlich mit Texten. Das ist... Man kann es auch über... Das, sag mir nicht, da liegt noch was. Was hilft's? Da müssen wir durch. Vitis Notizen, Lied des Bindens. Mondsängerin Talbira spricht durch meine Sahida, Kantorin Grinze. Sie hat ihr ein Lied beigebracht, mit dem man einen Rajaska bindet, einen mächtigen Dromatra, entstanden aus den Seelen gefallener Sänger. Die Worte ihres Liedes, das einen Rajaska bindet, lautet wie folgt: Morna Ritanati, Serbani Avero Masmandi, Jazet Azura Traji Venya, Besha, 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 klingt irgendwie ähnlich wie Klingonisch, finde ich. Der Dialekt ist archaisch, aber ich werde die heiligen Worte so gut ich kann ins Zyrodiilische übersetzen. Dunkler Sänger, gekettet durch 1000 zahllose Sorgen. Die strahlende Mutter? Azura zwingt euch. Verzeiht, verzeiht, verzeiht. Ja, für mich klingt's ähnlich wie Klingonisch. Koi keiles puglot, koi pukbek puhu. Jakbok makbok sejewi seima chumelu. So, schauen wir mal nach, ob ich soll immer noch was in Stand setzen. Aber ich habe hier keine, ich habe hier keine Bereichskarte. Das macht es mir nicht leichter jetzt. Machu menong et machutu ni beil majachwovku. Batmakek weg edu kitstak. Wapomati pumare masuftak kumame kumasuftak. Ma auf, der ist harmlos da. Also ich muss hier was in Stand setzen, aber ich sehe... Ah, da hinten muss ich mich am Kompass orientieren. Da sind Questmarker zu sehen. Die Gebeine gehörten Brüdern und Schwestern vom verborgenen Mond. Sie verdienen es nicht, in der Sonne auszubleichen. Also sollen wir die wahrscheinlich bestatten, sehe ich das richtig? Die uralten sterblichen Überreste des Mitglieds des Ordens des verborgenen Mondes. Zwei, noch einmal. Legt sie hierher, Tamit. Lasst die Erde ihre Überreste. Ein schlichtes Grab für jene, die ein einfaches Leben führten. Sirze Ateni. Sosrai Traji Lesvair Vabei Jesni Atenar Vuskna Lovisna. Kantor Isalko, wir führten ihn in der Nekropole von Krempen. Nehmt euch der Toten an, Seridvar. Doch vergesst nicht die Lebenden. Vergesst nicht euch selbst. Seltsam. Kantor Isalgos Worte stammen aus einem Gleichnis des verborgenen Mondes. Über einen Nekromanten, der sein ganzes Leben in Hingabe an Azura im Kloster verbrachte. Als er starb, nahm sie seine Seele und betrauerte das Leben, das er allein ihr verschworen hatte. Azura betrauerte sein Leben? Warum? In der Parabel geht es darum, dass jene vom verborgenen Mond, die der Außenwelt entsagen, ihren Mitkatzen niemals wirklich helfen können. Wir sollen die Höhen der Freude, die Tiefen der Trauer und alles dazwischen erfahren. Was könnte Isalgo meinen, wenn er das nun zitiert? Wenn Azura will, dass ihr Höhen und Tiefen erlebt, dann habt ihr so gelebt, wie sie es von euch wollte. Ihr habt recht. Und nicht nur in meinem vorherigen Leben, sondern auch hier und jetzt, in meinem Leben mit euch. Meinen Weg aus der Finsternis zu finden, könnte immer noch dazu dienen, Azura zu ehren. Ich werde darüber meditieren. Habt Dank, Tamit. Gern, Zerit. So, dann haben wir ja eine Sache haben wir jetzt erledigt. Da drüben gibt es noch mehr zu tun.
Die Waffenkammer. Die Sägen auf diesen Waffen sind längst verflogen. Wir könnten sie mit Mondzuckerwasser wiederherstellen. Das heißt, ich brauche Mondzuckerwasser. Das wird ja wohl irgendwo hier... Die alte Sakristei. Könnte noch Mondzuckerwasser in den Krügen sein? Schauen wir mal nach. Ein Krug, um Mondzuckerwasser zu verwahren. Er scheint nie gefüllt worden zu sein. Okay, das war mal nix. Versiegelte Karaffe, das sieht doch mal vielversprechend aus. Eine vollkommen erhaltene Karaffe Mondzuckerwasser. Selbst nach all der Zeit ist das uralte Wachssiegel unversehrt. Die Dann Siegel sind heil. Das Mondzuckerwasser sollte noch Azuras Segen bergen. Jo, würde ich auch sagen. Wenn es versiegelt war, müsste das alles noch gut sein. Kantorin Sayabi, wisst ihr noch aus dem düsteren Herrenhaus? Höret mich, Zeridwar. Eine stumpfe Waffe lässt sich schärfen. Ihr euch auch? Kantorin Sayabi erlag Ravid Mornas Verderbnis im düsteren Herrenhaus. Wir kamen nur noch rechtzeitig, um ihre Seele zu retten. Sie vergleicht mich mit einem Schwert, das stumpf geworden ist. Doch sie irrt sich. Ich bin keine Klinge, die durch übermäßigen Gebrauch abstumpfte. Tja, ich habe meine Zweifel, dass er diesmal Ravid Morna erledigen wird. Das werden wohl wir tun müssen am Ende. Ich weiß es natürlich spielt das ja blind. Aber ich glaube, das werden wir übernehmen müssen. Was seid ihr dann? Nicht das vollkommene Werkzeug Azuras, für das ich mich einst hielt. Doch man kann auch nicht sagen, dass die Mutter des Zwielichts mich schlecht geschaffen hätte. So würde ich ihr nicht ins Gesicht fauchen. Meine eigenen Taten sind meine Schwächen, meine Entscheidungen im Leben. Tja, entweder ihr habt recht oder ihr dürft eine einzelne schlechte Erfahrung nicht zum Kern eurer selbst machen. Ihr habt recht, unsere Entscheidungen machen uns aus, einschließlich eurer Entscheidung, hier entweder aufzuhören oder weiter. Ja, irgendwie stimmt das schon. Also, ihr habt recht, unsere Entscheidungen machen uns aus, einschließlich eurer Entscheidung, hier entweder aufzuhören oder weiterzumachen, so ist es. Im Herzen des verborgenen Mondes liegt wohl die Vergebung durch den Dienst. Niemand ist so verloren, dass er nicht den Weg zurück in Azuras Arme finden könnte. Wir dienen Azura nun durch unsere Taten. Danke, dass ihr mich daran erinnert habt, Tamit. Natürlich. Setzt Kenates Aufstieg in Stand. Eine Sache haben wir hier noch zu tun. Also, Gefallene bestattet, Waffen gesegnet, mal gucken. Bücher. Ein Haus der Schriftrollen. Weisheit verstreut im Dreck. Sehen wir nach, was wir an Wissen bergen können. Noch mehr lesen oder was? Ach, die liebe Güte. Schrift oder die Siegelklinge? Die Siegelklinge von Kaigo Hadalit des verborgenen Mondes. Selbst das perfekteste Instrument aus Azuras Hand ist nicht so scharf, dass es schneiden könnte, ohne dass jemand es führt. Dies ist die Dualität unserer Art, die sich in allem widerspiegelt, die innere Biegung und die äußere Schneide der Klinge. Der Arm und die Klinge selbst, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Ione und Jode. Aber was hält eine solche Dualität im Gleichgewicht? Der Glaube, ein Versprechen von Führung. Es liegt eine Schönheit in unseren vielen Phasen des Seins. Die unzähligen Weisen, auf die eine Seele eine oder andere erhellen oder verdunkeln kann. Wir krümmen und wir begradigen uns selbst. Oder wir werden von den sorgsamen Händen von jemandem, der uns liebt, wieder begradigt. Sei es nun Azura oder wahrscheinlich ja jene, die wir Freunde nennen. Noch ein Zettel. Schriftleute des Gleichgesangs. Gleichgesang von Mondsänger Bokari. Sind unsere Lieder der Klinge oder der Arm, der sie schwingt?
Spielt es eine Rolle? Das eine ist machtlos oder das andere. Wir sind gleich und doch so verschieden wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wie zwei Töne im Einklang. Einer kann nicht ohne den anderen sein. Und gemeinsam sind sie etwas völlig anderes. Findet Schönheit in unseren zahlreichen Unterschieden. Aber betrachtet euch auch als gebunden durch das, was gleich ist. Partnerschaft. Seid Tamiti. So nennt er mich ja immer. Abgeschlossen. Berg die Schriftrollen, dann ordnen wir das Zeug mal ein. Kantorin Takida, wir halfen ihrer Seele in Krallen heben. Seridwa, gefallener Stern, Schatten des verborgenen Monds. Sein Wort und Glaube leben in euch wieder auf. Gut. Kantorin Takida, die erste Zwielichtkantorin, die wir in Krallenhieb an Ravid Morna fallen sahen. Ihr Monde, unsere Reise war wahrlich lang. Ihr Geist sagte, das Bekenntnis des verborgenen Mondes lebe in mir weiter. Bin ich wirklich geeignet, diese Aufgabe zu verkörpern? Was meint ihr? Diese Schriftrollen wurden von jenen verfasst, die die Lehren des verborgenen Mondes verstanden hatten. Die darauf festgehaltenen Lektionen sollten Vorrang vor den Launen des Herzens haben. Mein Ringen in solchen Angelegenheiten ist der Grund, aus dem wir jetzt hier sind. Wie will man aus Fehlern lernen, wenn man keine macht? Ihr habt recht. Es obliegt Azura, darüber zu bestimmen, ob ich würdig bin, die Lehren des verborgenen Mondes in dieses Zeitalter zu tragen, um sie zu verkörpern und sie anzuwenden. Und zu wissen, dass es nie zu spät ist, sich an einen vergessenen Glauben zu erinnern. Habt Dank, Tamit. Gern geschehen, Zerit. Wir taten, was wir konnten. Kehren wir zu Krinsee zurück und hoffen, dass wir diesen Ort verbessert haben. Ja, dann machen wir das mal. Ja, ich habe hier keine Karte. So, sprecht mit Kantorin Krinsee ist unsere Aufgabe. Was sagt die Quest ansonsten? Zeritwa und ich haben getan, was wir konnten, um das Übungsgelände von Kenatis Aufstieg instand zu setzen. Wir sollten zur Kantorin Grinse zurückkehren und herausfinden, ob sie jetzt mit uns sprechen kann. Ich habe hier einen Questmarker, aber es tut sich nichts. Ist das richtig so? Zerit, Wanderin! Ich spürte Azuras Ruf an euch. Ich fürchtete, ihr antwortet nicht. Es tut gut, euch zu sehen, meine Freunde. Ich kam her, um mit den Geistern Zwiesprache zu halten, um einen Pfad durch die Finsternis zu finden. Sie lehrten mich so viel. Einsichten in Geschichte, Lieder und Glauben. Und Zerit, hat er schon die Wahrheit erkannt? Ist er endlich bereit? Welche Wahrheit und wofür muss er bereit sein? Vergebung. Nicht von mir oder Talbira oder jenen vom verborgenen Mond, die diesen Ort einst ihr Heim nannten. Schuld ist eine Wunde in Zeridwars Herzen. Sie bindet ihn an Ravid Morna und öffnet eine Tür, durch die die Leere eindringen kann. Versteht ihr? Er muss sie loslassen. Zerits Schuld bindet ihn an Ravid Morna? Warum sonst sollten sie beide jetzt zurückkehren? Azura wies Zerits Seele am Übergang nicht zurück. Er hielt sich selbst zurück. Nun ist mir alles klar. Sich an die Schuld zu klammern, dient nur Ravid Morna. Sich selbst zu vergeben, ist der einzige Weg, diese Wunde zu schließen. Dann müssen wir Zerit nur überzeugen, sich selbst zu vergeben und Ravid Morna aufzuhalten? Das ist beileibe nicht das Einzige. Aber ist es das Wichtigste? Ganz sicher. Ich glaube, Azura warf ihn euch aus gutem Grund in den Weg. Wenn ihn nach all dieser Zeit jemand davon überzeugen kann, endlich loszulassen, dann seid ihr es.
Oh, habt ihr Viti gesehen? Sie wollte die anderen Kantoren hierher bringen. Hochkantorin Viti? Ich fragte mich schon, wo sie steckt. Viti brachte mich hierher. Ein guter Ort, um sich zu verstecken und die Finsternis zu bannen, ja? Sprecht mit Serit, Wanderin. Seine Ausbildung hindert seine Seele daran, gekrümmt zu werden. Doch seine Schuld ist eine offene Wunde für jene Lehre, von der Ravid Morna sich nährt. Er muss das begreifen und ihr ein Ende machen. Diese Trance, in der ihr wart, wisst ihr deshalb, dass Serits Schuld Ravid Morna ihre Macht verleiht? Trance? Oh, ich hielt Zwiesprache mit den Geistern. Sie erinnerten mich daran, dass Azura will, dass wir, ihre Anhänger, uns selbst lieben. Tun wir dies nicht, verwundet es sie ebenso wie uns. Diese Wunden öffnen Türen in die Leere. Ich half Mondsängerin Talbira, eine solche Tür zu schließen. Wollt ihr damit sagen, Mondsängerin Talbira fühlt sich auch schuldig? Was meint ihr, wie sie sich fühlte? Ihren Partner bitten zu müssen, jene zu töten, die er liebte? Sie hatte die beiden schließlich einander vorgestellt. Serits Herz ist nicht das einzige, das durch Schuld verwundet wurde. Doch er ist der einzige, dessen Herz so sehr von Ravid umschlungen war. Und diese Art von Verbindung ist stark genug, damit Ravid Morna daraus Macht schöpfen kann? Liebe ist ein willentliches Band zwischen zwei Seelen. Ich kann mir keine stärkere Verbindung vorstellen. Ravid und Serit waren beide Anhänger Azuras. Sie lehrt nur Liebe. Nun, und Vergebung. Daher muss Serit jetzt an Letzteres erinnert werden. Ihr sagtet, Hochkantorin Viti zog los, um die anderen Zwillichkantoren hierher zu bringen? Ja, ich träumte von einem Heiligtum in den Bergen. Erinnerungen an Talbira. Ein vergessener Ort, an dem die Zwielichtkantoren sich vor Ravids Chor verstecken konnten. Es war nicht einfach, ihn zu finden, noch weniger dorthin zu gelangen. Ich bin nicht einmal sicher, wie lange ich schon hier bin. Und Hochkantorin Viti kam mit euch? Ja, Viti half uns, hierher zu gelangen. Mit Talbiras Unterstützung konnte ich anschließend Zwiesprache mit jenen Geistern halten, die diesen Ort erfüllen. Viti brach auf, um die Zwielichtkantoren zu versammeln, um sie hierher in Sicherheit zu bringen. Habt ihr sie nicht gesehen, als ihr eintrafft? Nein, wir haben Hochkantorin Viti nicht gesehen, seit wir uns auf der Raubtiermesa trennten. Seltsam. Die Zeit vergeht anders bei den Geistern, doch sie hätte inzwischen zurück sein sollen. Ist etwas vorgefallen? Nein, ich werde nicht der Angst nachgeben, indem ich Mutmaßungen anstelle. Ich bin erfrischt. Ich muss euch Zwillingsmonden beistehen und das Ende von Ravid Morna mit eigenen Augen sehen. Gut. Queststatus? Kantorin Grinze hatte wohl eine Offenbarung über Zeritwars Verbindung zu Ravid Morna, während sie Zwiesprache mit den Geistern von Kenatis Aufstieg bietet. Ich sollte mit ihm über ihren Gedanken sprechen, was es heißt, Azuras Lektion der Vergebung auf sich selbst anzuwenden. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Für diese Folge machen wir Schluss. Und ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.